So, fürs Texture Painting brauchst du natürlich eine Textur und ein Image, auf das du drauf malen kannst, ne? Dazu machen wir hier mal noch ein zweites Fenster auf. UV Image Editor. Und dann klicken wir hier mal auf Neu. Nennen das hier mal Texture Paint. Und ich will das mal schwarz, aber mit durchsichtig. So. Dann gehen wir da rein in den Edit Mode. So, dieses Image speichern wir jetzt als Texture Paint und legen das hier jetzt bei dem Cube. Material hat er schon in diesen Texturslot. Also hier Image or Movie. Machen wir Show Helfer, dann Open dieses Image. Pre-Multiply hier bei Mapping auf UV. Haben wir unsere UV-Map. Und das müsste eigentlich schon sein. Wenn wir jetzt hier Texture Paint Mode gehen und jetzt mal irgendeine Farbe auswählen und da drauf malen, sieht man hier nichts. Texture Paint, da sieht man es. Jetzt wollen wir mal hierher gehen und dem Material irgendeine andere fiese Farbe geben. Und hier Display GLSL. Dann brauchen wir noch Licht. Ein bisschen Licht dazu. So, dann können wir den Texture Paint. Texture Paint Modus. Dann haben wir eine andere Farbe. Dann können wir da drauf rummalen. Das aktualisiert hier dann auch immer gleich. Hier aktualisiert es dann auch immer gleich unsere Map. Und wenn wir mit dem Ergebnis fertig sind und zufrieden, schauen wir mal. Dann gehen wir her. Save Image. Und oh, sind dann eigentlich schon zu weit fertig. Wichtig ist halt, damit das Ganze mit dem Texture Painting funktioniert, dass du am Anfang so ein leeres Image einfügst, was ich hier in den Dingens gemacht habe. Ja. Tun wir das dann mal weg. Dass du hier unten eben das Unwrapping nicht auf einen leeren Untergrund machst, sondern dass du hier gleich am Anfang ein Image einfügst und am besten dann auch gleich dieses Image speichern und hier auf der anderen Seite auf dem Cube dann als Textur schon mal einfügen, obwohl da noch nichts drin ist. Das müsste eigentlich der Knackpunkt sein.